Moin Moin, herzlich willkommen zu dem neuen Video. Ich bin heute mit dem Fahrrad unterwegs. Sitze gerade hier an der Weser. Hab jetzt 6,5 Kilometer schon gemacht mit dem Fahrrad. Und ja, ich weiß auch gar nicht so genau, wo ich hinfahre. Ich werde wahrscheinlich gleich auf die andere Seite der Weser fahren mit der Fähre. Und dann schauen wir mal. Einfach planlos, einfach mal losfahren. Es ist jetzt, ich glaube, ja, 8:15 Uhr. Also ganzen Tag Zeit. Das Wetter sieht richtig gut aus gerade. Ich glaube, gegen Mittag, Nachmittag soll es bewölkt werden. Aber Regen ist nicht so wirklich angesagt. Ja, schauen wir mal. Weg, muss mich gerade ein bisschen beeilen. Wenn das nämlich stimmt, was unten stand, dann machen die tatsächlich für 10 Minuten auf und jede volle Stunde. Und jetzt ist es genau 9 nach. Was denn, dass ich länger auffahre? Ich weiß nicht, ob das irgendwie saisonbedingt ist oder so. Und irgendwie so ein bisschen dieser da auch. Und ich fahre jetzt gleich hier in den Ort rein, hier hinter mir. Da gibt es nämlich einen Rewe. Da möchte ich noch kurz was einkaufen. Und danach geht es dann halt ja, voll raus, so auf die ganzen Felder und so. Alles flach, Friesland. Ja, ich habe mir überlegt, ich fahre wohl mal in die Nordsee, hoch nach Wilhelmshaven. Fischbrötchen essen und was. Mal gucken, ob ich da ankomme. Ich denke schon, das ist gar nicht so weit. Das sind von hier aus irgendwie 50 Kilometer. So. Mal gucken. Ich schau mal eben bei Google. Dann kann ich ja gleich auch. Zeige ich euch das gleich mal. Ja, also ich habe mal nachgeschaut. Jetzt bis in die Innenstadt von Wilhelmshaven an der Nordsee. Sind das jetzt 56 Kilometer von hier aus, genau. So, auf jeden Fall fahre ich mal in die Richtung der Jadebuse. Mal schauen. Und doch mal schauen, wie es weitergeht, ne? Auf jeden Fall werde ich versuchen, ordentlich zwischendurch zu filmen. Sobald es was Schönes gibt. Boah, ich bin hier gerade in, weiß ich auch nicht, irgendwie, das nächste ist, glaube ich, Oldenbrock Bahnhof oder so.
kenne ich mich hier. Kenne mich hier aber auch nicht so wirklich aus. Also es sind irgendwelche kleinen Orte. Ich mache hier gerade eine Pause, trinke eben was und werde nochmal eben schnell eine Kleinigkeit essen. Ja, und dann geht's gleich in die Richtung weiter, wo das Auto lang fährt. Da hoch. Ich habe noch, ich glaube, 40 Kilometer bis direkt Innenstadt Wilhelmshaven. So. Laut dem Navi soll ich irgendwie 13.45 Uhr oder so ankommen. Das wäre in 2 Stunden. Ja. Müsste auch hinkommen mit 40 Kilometer dann. Ich habe einen Durchschnitt von 20,8 oder so gerade. Relativ gemütlich unterwegs, aber ich habe auch richtig schönen Rückenwind die ganze Zeit. Das ist mega gut. Ja, auf dem Rückweg werde ich dann wahrscheinlich Gegenwind haben. Dann muss ich mal schauen, wie ich fahre. Vielleicht fahre ich auch irgendwie ein bisschen anders. Ja, das sehe ich dann aber da. Je nachdem, wie dann auch das Wetter ist. Weil noch scheint die Sonne. Es kommen nach und nach langsam ein paar Wolken dahinter mir. Richtung Nordsee ist allerdings noch alles komplett frei. Ja. Mal gucken. Vielleicht dreht der Wind auch noch ein bisschen. Ja, erstmal muss ich da ankommen. Wie gesagt, jetzt will ich nochmal eben eine Kleinigkeit essen und dann da lang weiter. So, ich kann euch auch die Schilder mal zeigen hier. Brake 10. Aus der Richtung bin ich gekommen jetzt. So. Und da lang geht's jetzt. Jaderberg, ich glaube, da fahre ich auch genau hin. Jaderberg 14 Kilometer. Und von dort aus nach. Ah, ich hab's vergessen. Naja. Ich habe gerade was gegessen. Und ja, jetzt geht's weiter erstmal in die Richtung.
So, am Deich wäre ich schon mal. Und jetzt wollte ich da mal hochgehen. Gar keine Ahnung, ob momentan gerade Wasser da ist oder nicht Wasser da ist oder. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Wasser ist da. Ich glaube aber, das ist auch ziemlich viel Watt gerade. Also, aber da hinten ganz, wo dieser Schornstein ist und so, links davon, dann dürfte ich richtig zeigen, ich habe das Display hier nicht an. So, ja, auf der Kamera sieht man das sowieso nicht, aber da so geradeaus, da ist Wilhelmshaven. Das heißt, ich muss hier jetzt ganz außen rum. Bis da nach Wilhelmshaven. Und da genau ist die Nordsee. Da ist der Eingang. Das ist hier der harte Busen, nennt sich das. Ich gehe erstmal wieder runter. Das ist das Fahrrad und fahre das mal weiter. Weil ich glaube, das sind jetzt müssten das noch 20 Kilometer sein, glaube ich. Oh, that's mine. Jetzt hier noch im Wasser, ne? Und hab Fischbrötchen gegessen. Ich werde jetzt langsam den Rückweg antreten. Es waren jetzt irgendwie 75 Kilometer, die ich gefahren bin. Ich bin das letzte Mal seit über 2 Jahren weitere Strecken gefahren. Also als Übung war das ganz gut. Ich habe dieses Jahr vor, noch ein paar mehr Strecken zu machen. Ja, von hier aus werde ich mit dem Zug zurückfahren. Ich gehe jetzt gleich zum Bahnhof. Jo, und damit will ich das Video beenden. Schön, dass du zugeschaut hast. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.